Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, der Red Carpet, der hat es wirklich in sich gehabt und Kati Belovic und ich haben uns wirklich Mühe gegeben. Sie waren alle frisch, sie waren alle lebendig, sie waren jung, sie waren wunderbar. Und hinten sehen Sie jetzt, und das wird unsere wunderbare Regie auch langsam einblenden, glaube ich, das Symphonische Jugendblasorchester, das hier auf den Red Carpet kommt. Das hat einen Grund, meine Damen und Herren, denn alles Großartige wird wunderbar angekündigt und alles, das sehen wir jetzt auch gerade. Die Herrschaften, junge Damen und Herren vom Orchester ziehen hier ein und spielen auch bereits. Dazu sehen wir auch noch aus den Vereinigten Staaten Tänzerinnen, die ebenfalls hier kommen, die New York Dancers. Und alles, alles wartet in diesem Augenblick auf einen gigantischen Auftritt. Seit Jahren bereits gibt es ein Auto, nämlich ein Auto, ein Fahrzeug, dass der heutige Star-Designer, in diesem Fall Jean-Paul Gaultier, gestylt hat. Sie werden es gleich erkennen, blau und weiß an der Seite, rot die Farbe der Liebe, aber auch natürlich gold die Farbe des Leibholz. Und Kathi, jetzt kommst du an Dusche langsam dran. Er hat ja eine fantastische Fahrerin an seiner Seite. Und zwar die junge Schwedin. Es ist niemand geringer als Lorraine. Sie ist die Song-Contest-Gewinnerin 2012. Hat die wenigstens einen Führerschein? Ich meine, am Red Carpet war es eh wurscht, aber es macht nichts.